Also die neue Rundreise in Australien, die sind wirklich faszinierend. Und faszinierend ist schon die neue Sendung mit dem Sparkassen-Quizflieger, zu der ich euch jetzt ganz viel Spaß wünsche. Die Nummer 10, aber die Nummer 1 hockt dahinter. Die Christel Schwendinger, schön, dass du da bist. Danke, dass herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Quizflieger. Die Christel ist eigentlich so das Allround-Genie von den Vorarlberger Sparkassen. Und wie so üblich schließt eine hohe Persönlichkeit der Vorarlberger Sparkassen auch die Quizfliegerstaffel ab. Wir werden jetzt schauen, was die Christel heute noch zusammen bringt aus ihrem Hause. Tut es dir weh, wenn so viel Geld hergeben muss? Ah, das ist ja wirklich von guter Zweck. Ja. Das tut man ja wirklich gern. Christel, unser erstes Ziel kennst du sicher. Schau nach links und sag mir bitte die Stadt, die du da siehst. Links ist Bregenz unter uns. Hervorragend. Super. 100 Punkte, 100 Euro in unserem Topf. Passt. Und wir sind gleich wieder unterwegs. Zum nächsten Ziel. So, liebe Christel, jetzt links unten, da unser nächstes Ziel. Ja, da machen wir es im Moment relativ einfach, weil das ist Dornbirn. Ja, super. Und da wohne ich, das wäre schlimm, wenn ihr das nicht kennt. Super, 100 Euro in unserem Topf. Perfekt. Und wir machen gleich einen Schwenk und gehen zum nächsten Ziel. Unser drittes Ziel. Wir fliegen eigentlich stracks, schnurstracks auf Fraxern zu unser Kirchendorf. Aber du solltest mir bitte sagen, Christel, wie heißt die Ortschaft am Fuße von Fraxern? Es ist die Ortschaft Klaus. Bravo! Super! Und die nächste Runde. Unser viertes Ziel befindet sich jetzt auf deiner linken Seite. Ah, da haben wir jetzt in dem Fall die dritte Starthütte, oder? Das ist Feldkirch. Also genau. Das vierte Ziel ist das jetzt. Vierte Ziel. Die dritte Stadt, oder? Genau. Super. Weitere 100 Euro in unseren Topf für unseren Florian. Bravo. Wir fliegen einen tollen Kurs, so 3-0 Grad. Das mag dir jetzt nichts sagen, aber vielleicht die Stadt da links drinnen. Oder die Gemeinde. Ich wollte gerade sagen, Stadt, glaube ich, ist Kurne, weil dann wäre ich falsch, aber ich denke, das ist Nenzing. Bravo. Genau. Servus miteinander, wir vom Muttersberg wünschen allen Teilnehmern vom Sparkassen-Quizflieger viel Glück. Egal, wenn ihr nicht alles wissen, Hauptsache im Florenz Daum bin wir Käufer. Danke fürs Mittun, coole Sache, echt danke. Frisch orientiert, wir sind im Süden Vorarlbergs. Jawohl. Und links unter dir siehst du eine Stadt. Jetzt ist das wieder eine Stadt. Ja, da sehe ich die nächste Stadt und wir sind in der Schokoladestadt, oder? Im Bludenz. Ja, oh, super. So läuft es. Und wir drehen gleich um und es gibt das nächste Ziel. Die Christel Schwendinger sahnt ordentlich ab für unseren Florian mit dem Ziel Nummer 7. Das siehst du jetzt auf der linken Seite, liebe Christel. Jawohl, das ist gegenüber Bludenz und ist Bürs. Jawohl, schön die Bürser Schlucht. Weitere 100 Euro. Bonbon. So, liebe Christel, jetzt haben wir unser achtes Ziel heute. Das nächste Ziel ist jetzt da unten rechts. Jawohl, ja, mit dir orientieren wir gerade, das ist Pandanz. Super, richtig. Ja, wir schauen ins Schweinterl. 800 Euro. Jawohl, super. Super. Im Osten Vorarlbergs sollte die Christel jetzt links unten das nächste Motiv erkennen. Ja, das ist der Lech, da sind sie, glaube ich, am Skifahren im Moment. Ah, genau. Sehr gut. 900 in unserem Topf. Gratuliere, Christel.
Auf zu unserem nächsten Ziel. Letzte Runde? Jawohl. Bist du dabei? Ich bin dabei. Oder magst du aussteigen? Nein, den 1000, den machen wir zu jetzt. Oder? Gut, okay. Den machen wir fertig. Alles klar. Jetzt ist unser letztes Ziel vor. Aus deiner linken Seite. Eine Hauptstadt, also eine heimliche Hauptstadt, ja. Sieht man da so. Also meinst du jetzt das direkt unter uns oder da links direkt? Einfach da jetzt, gerade über links. Das ist Eck. Kommt's da. Super. Alles richtig. Das ist hervorragend. Super. Jetzt haben wir ausnahmsweise 10 Motive gemacht mit der Christel Schwendinger von den Vorarlberger Sparkassen, die uns das mit ihrem Bitspin Global Fonds alles ermöglicht haben. Diese ganze Staffel mit 10 Sendungen für unseren schwerbehinderten Florian aus Dornbirn. Und wie gesagt, eine Pflegekraft wird jetzt ein Jahr lang einmal in der Woche die Maria Wohlgenannt ein bisschen entlasten, damit sich die Frau einfach auch mal ein bisschen entspannen kann. Es ist unglaublich, wenn man den Fall sieht oder mir gesagt haben, was da zum Bewerkstelligen ist. Dank deinem Team, sage ich jetzt einmal so, Christel, haben wir können die Pflegekraft mitfinanzieren. Sag danke, Philipp. Vielen Dank. Mein Flugkollege und Co-Pilot und Mädchen für alles. Danke auf jeden Fall meinem Kameramann, dem Alex. Vielen herzlichen Dank, Alex. Er ist der Dompteur von 6 Kameras dahinter und schneidet das zusammen. Unglaublich tolle Leistung. Und Christel, dir auch herzlichen Dank. Danke. Liebe Grüße an dein Haus oder die lieben Grüße lassen wir da an die Sparkassen-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aussehen. Das war's. Wir fliegen jetzt zurück nach Hohenems, tun der Flieger abbauen, nein, der Flieger nicht, wir tun Kameras abbauen, der Flieger bleibt schon noch und hoffen, dass es die dritte Staffel aus dem Quizflieger Obwald wieder gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Toi, 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 bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.